Herzlich willkommen, liebe CNC-Experten, der Kai von der Industriearena hier und ich stehe hier gerade bei Vericat, neben mir der Herr Meurisser als Marketingleiter der DACH-Region und erstmal würde ich Sie ganz herzlich begrüßen, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wir würden mit der ersten Frage starten, nämlich einfach mal, was gibt es Neues im Bereich CNC, vor allem bei Vericat? Ja, schön, dass Sie da sind. Was gibt es Neues, wenn man sich umguckt? Völlig neues Layout, Rebranding läuft gerade. Wir haben uns dazu entschieden, uns so zu nennen, wie unsere Kunden uns nennen. Ich mache das schon seit Jahren so. Ich melde mich am Telefon mit Vericat aus Köln, weil das ist der Name, unter dem uns die Kunden kennen. Unter dem Firmennamen CGTech sind wir weniger bekannt. Also wir ziehen jetzt bei unseren Kunden nach. Ja, das ist natürlich super. Was gibt es technisch neu? Technisch neu ist auf jeden Fall der Gedanke Siemens One. Also wenn man die Siemens One-Steuerung sieht, dort wird gerade sehr viel passieren, da passiert gerade sehr viel. Die Messe ist immer ein guter Punkt, einfach mal drüber zu reden. Und dann natürlich von unserer Seite das Thema Optimierung. Force-Optimierung ist immer wieder der Punkt, der für unsere Kunden auch immer wichtiger wird. Schneller simulieren und einfach weniger Verschleiß an Werkzeug zu haben. Ja, sehr, sehr schön. Würden Sie sagen, dass es sich bestimmte Trends jetzt vor allem im Thema Innovation und vor allem bei der Simulation oder in der Zerspannungstechnik gerade abbilden, die ihr versucht mit dem Rebranding und jetzt mit der Innovation ein bisschen abzudecken? Ja, absolut. Bei dem Thema Force haben wir gerade auch ein neues Produkt rausgebracht, nennt sich Optimizer. Ist auf der gleichen Basis wie vorher, nur man braucht die Simulation vorab nicht. Das heißt also, jemand, der sicher läuft, die Sicherheit nicht braucht, kann also jetzt optimieren. Das wäre das eine. Und das zweite ist so ein bisschen ein Trend, wo wir sehen, dass die Leute stärker verstehen, dass sie Daten gegen Zeit tauschen. Das heißt, wir bekommen Daten, der Algorithmus übernimmt gewisse Aufgaben, vielleicht auch sehr riskante Aufgaben, und der Mitarbeiter muss es nicht tun. Heißt, dass vielleicht Effizienz und Sicherheit auf jeden Fall genau zusammengeführt werden. Vielleicht einfach auch der Gedanke, Arbeitskräfte werden überall gesucht, dass man halt vielleicht sagt, ich gebe ein paar Daten und sage dem Algorithmus, was er tun soll, um die Jobs zu erledigen. Ja, sehr, sehr cool. Das sind die Dinge, die wir auf dem Plan haben. Dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick. Ja, danke für Ihren Besuch. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke für Sie auch.